Hallo, Players auf dem Netplayer-Kanal, ich bin Michael und heute machen wir das Türchen Nummer 20 auf und nach dem Intro sehen wir, was in der 20 drin ist und bis gleich! So. Gucken wir mal, wo die 20 jetzt sich verbirgt und was dahinter ist. Gestern war dieser Bomberman im Western-Style mit diesem Western-Typen. Ich kann das nicht immer aussprechen. Cowboy. Sonst sage ich noch Callboy. Das ist aber was anderes. Nun 160 und dreimal die 5. Na gut, Spaß beiseite, machen wir mal jetzt die Nummer 20 auf. Und heute gibt es einen MP3-Player in der Form von einer Kassette. Und ich möchte vorab nochmal sagen, Dankeschön an die Pixel-Nostalgie-Leute. Wir haben gestern das Bomberman-Spiel gewonnen. So sage ich das jetzt mal, bevor ich irgendwas nochmal anderes sage. Und wir werden das die nächsten Tage mal streamen. Ich muss erstmal noch damit vertraut machen. Ich habe schon lange nicht mehr Bomberman gespielt und da ist bestimmt auch die Tastatur und alles. Und das werden wir dann, Entschuldigung für den Geräusch hier, wenn wir das dann streamen. Das werde ich dann aber auf unserem Kanal noch vorher bekannt geben. Von Philips Groß als MP3 HiFi-Kassette. Katerstimmung. Gewinne ein Album Katerstimmung von Bügel. Ach so, von Philips Groß Katerstimmung. Entschuldigt, ich kenne den Typen nicht, aber trotzdem, Musik geht immer bei mir. Als MP3 HiFi-Kassette. Ne? Ich werde jetzt nicht mitmachen, weil ich anderen auch mal eine Chance geben möchte. Und deswegen macht fleißig mit, so sieht die von vorne aus. Und hier, so sieht sie von hinten aus. Für alle, die keine Kassette kennen, so waren früher mal die Kassetten. Und dann kam hier immer dieses Band, und war so ein Bandsalat. Und hier seht ihr die Aussparung, wo meine Maus ist. Da hat man immer früher seinen Stift reingesteckt und dann hat man da versucht, die Kassetten immer wieder, was heißt die Kassetten, wieder damit zu reparieren. Also Band. dieses Band. So, meine linke, von mir aus die rechte Hälfte da auf dem Couch. Hat man dann mit dem Stift versucht, das wieder reinzufummeln, damit man wieder die Kassette hören könnte. Ja. Oder man hat hier links und rechts in den Ecken, da waren so Löcher drin. Und dann hat man, wenn man so eine, was heißt, ich sagen wir mal, so eine Tom und Jerry Kassette hatte, hat man die Löcher links und rechts zugemacht irgendwie, damit man die Kassetten überspielen kann. Damit man sich irgendwas drauf spielen kann. Und wie heißt das? Und dann hat man stundenlang vor dem Radio gesessen und hat dann gewartet, bis mal so die Lieder kamen, die einen gefallen haben. Ist nicht mehr so wie heute, dass die Lieder nicht mehr zu Ende gespielt wurden. Die wurden dann immer zu 90% alle bis zum Ende gespielt. Und ich sehe jetzt hier kann man dann, wie heißt das, USB-Ladekabel reinstecken und kann man sich das dann drüber spielen. Also wenn ein MP3-Player noch benutzen will und trotzdem nicht die Musik verlieren will von Philips Groß, dann spielt man sich die auf dem PC oder sonst was, Laptop und so und klatscht dann seine eigene Musik drauf. Und hier, da wo die Maus ist, da ist der 3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer. Das hat leider kein. Ich glaube nicht, dass es Bluetooth haben wird oder so. Nee. Ach, und was ich jetzt hier lese, es hat noch einen Micro-SD-Kartenslot. Ja, und dieses Mini-USB, also das. Kein USB-C-Typ-Stecker, sondern das Ganze mal Typ B. Ich habe sogar einen Kassetten in der Folge. Ja, gut, dass du einen hast, aber das passt da nicht rein. Das macht ja So. nichts.
So Leute, bevor es dann zu lang wird, drückt auf die Glocke, bis zum 24. machen wir hier den Kalender noch zu Ende auf und ich bin Michael auf dem Nepler-Kanal und möchtest du auch noch was sagen? Und wer bist du? Die Stimme im Hintergrund. Immer noch Mumita. Sorry, wenn das hier so manchmal knackt, ich habe das Mikro hier rübergegeben. Und bis morgen und ciao.